Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Generation Z Talk. Und im Namen steckt da im Prinzip schon alles, die Generation Z. Genau die habe ich jetzt auch heute vor mir sitzen. Ich habe nämlich eine Vertreterin der Generation Z heute eingeladen zu mir. Bin sehr dankbar, dass sie da ist, die Wilhelmine. Herzlich willkommen erstmal an dich. Ja, hallo, danke schön für die Einladung. Und natürlich soll es heute ganz speziell darum gehen, welche Bedürfnisse, welche Wünsche, aber auch welche Sichtweise auf die anderen Generationen haben die Zettler. In dem Fall heute hat Wilhelmine, und darüber werden wir sprechen, ein paar Fragen vorbereitet, und wir werden genau einmal so ein bisschen durchleuchten, wie können denn Unternehmen im Prinzip auch sich so darstellen, nach außen darstellen und vielleicht auch im Positiven verändern, dass eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Generationen möglich ist. Vielleicht da ganz am Anfang noch für alle, die zusehen oder zuhören, auch die Definition, dass dann auch klar ist, über was wir sprechen. Wenn wir über Generationen sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer von vier Generationen. Das sind nämlich die vier, die jetzt gerade auch im Arbeitsleben noch zusammen sind, und mit noch meine ich zum Beispiel die Babyboomer, die von 1950 bis 64 geboren sind. Das ist klar, rein rechnerisch sind die langsam schon dabei, in Rente zu gehen, und einige davon sind schon in Rente. Wir sprechen über die Xer, die dann danach kommen, mit 65 bis 79, die Yer, zu denen ich mich dazu zählen darf, als 86er Jahrgang. Und natürlich sprechen wir eben dann über die Zettler, und auch das ist wieder so immer in 15 Jahresschritten definiert. Das heißt, ungefähr sagt man so von 95 bis 2010 geboren. Genau in diesem Zeitraum ist eben auch Wilhelmine geboren, und ich darf das Wort am Anfang gleich mal übergeben an dich. Stell dich doch einmal kurz vor, was du machst, und natürlich, wie alt du bist. Genau, mein Name ist Wilhelmine Lüderitz. Ich bin 27 Jahre alt, also 1995 geboren, hatte dieses Jahr auch schon Geburtstag. Und genau, ich bin Finanzberaterin für Allfinanzberatung und ja, kann auch sagen, dass ich mich tatsächlich nicht entschieden habe, direkt von der Schule aus, dass ich Finanzberaterin sein möchte, sondern dass ich da letztendlich meinen Weg gefunden habe über Erfahrungen. Und ich glaube, das macht tatsächlich auch viele Zettler aus. Ja, Genau. da sind wir nämlich schon voll im Thema. Das Stichwort Erfahrungen. Ich habe oft in Unternehmen Mitarbeiter, Führungskräfte, die zu mir sagen, ja, die sollen doch froh sein, wenn sie überhaupt eine Ausbildung kriegen und dann diesen Weg auch gehen und möglichst bei uns 40 Jahre in einem Unternehmen bleiben. Wieso sollen die noch andere Erfahrungen sammeln? Wie siehst du denn die Sichtweise, weil du das selber gerade sagst, beziehungsweise was hat dich dazu bewogen, erstmal Erfahrung zu sammeln, erstmal zu schauen, was du machen willst? Wieso war für dich nicht gleich von Anfang an klar, du machst eine Sache und das dein Leben lang? Ja, ich glaube, das kommt, also da könnten wir jetzt ganz, ganz tief einsteigen, dass ich glaube, dass wir unglaublich viele Möglichkeiten haben, wie du das ja schon das letzte Mal, als wir uns darüber unterhalten haben, gesagt hast, mit 20 Millionen Babyboomer im Vergleich zu 10 Millionen Zettlern, also nur die Hälfte, dass dann natürlich die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt halt viel größer sind. Ich kann für mich selber sagen, dass ich habe das Abitur gemacht und bis zum Abitur und auch danach wusste ich halt auch einfach gar nicht, was ich machen möchte, wo ich hingehen möchte, weil ich vergleiche das jetzt einfach mal mit einem Restaurantbesuch. Wenn wir im Restaurant sitzen und dann haben wir eine Speisekarte und die will einfach nicht enden, das macht es nicht unbedingt leichter, sich zu entscheiden, was man jetzt nun essen möchte. Und gerade bei so einer großen Entscheidung der beruflichen Karriere, ja, wenn man, also ich habe mich so gefühlt, dass ich überhaupt gar nicht wusste, was gibt es denn alles, was man beruflich machen kann, was ich beruflich machen kann. Und dass durch unsere großen Möglichkeiten der also sich Informationen zu holen, ist es auch nicht leichter geworden, weil man sich jetzt Informationen von überall her hätte holen können, aber die Liste wäre halt einfach nie kleiner geworden.
Genau. Das heißt, ich bin ohne irgendeinen großen Plan letztendlich gestartet, habe erstmal Chemie studiert, weil ich einfach in Chemie gut war in der Schule und mir dachte, wir probieren mal den Weg aus, bis ich dann festgestellt habe, dass mich das absolut überhaupt gar nicht glücklich macht, weil es halt auch einfach nicht zu meiner Persönlichkeit passt. Genau. Und dann habe ich natürlich diese wertvolle Erfahrung für mich sammeln können. Was bedeutet das, ein Studium zu machen? Was bedeutet das, in der Wissenschaft letztendlich zu arbeiten? Und wir haben aber die Möglichkeiten als Zettler dann auch zu sagen, okay, hier haben wir Erfahrungen gesammelt, die nehmen wir mit und jetzt probieren wir nochmal einen anderen Weg aus, der viel besser zu mir persönlich passt. Genau. Und da sagst du auch wieder was ganz Spannendes, was ich so raushöre, der zu dir persönlich passt. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich auch schon, sowieso sind wir von den Fragen, die wir vorbereitet haben, abgekommen. Aber das ist egal, das ist so spannend. Denn wir sind jetzt eigentlich schon darin, mit der Frage, was muss denn ein Arbeitgeber tun, damit das persönlich für einen passt? Und die Frage zwar ein bisschen weiter hinten, aber ich würde sie so ein bisschen vorschieben. Denn vielleicht erklärst du mal, was steckt da für dich drin, dass das persönlich passt oder anders formuliert, was ist dir denn wichtig? Ich meine, du bist jetzt selbstständig, okay, klar, aber gehen wir mal davon aus, du würdest dich vielleicht wieder irgendwo bewerben und was wäre denn dann für dich wichtig? Was steckt da dahinter, hinter diesem, dass das persönlich passt? Ja, also ich würde jetzt erstmal allgemein drauf eingehen wollen und dann das auf mich selber runterbrechen. Und allgemein würde ich sagen, dass ein Unternehmen mit einer Person schon zusammenpassen sollte in Form von, okay, welchen Weg wollen wir gehen und möchtest du lieber Mitarbeiter diesen Weg auch gehen? Also passt das mit deinen Werten zusammen und mit dem, was du selber im Leben halt erreichen möchtest? Denn wenn ich spiele halt auch Volleyball, wenn sich eine Mannschaft gemeinsam aufs Feld stellt, dann sollten sich schon alle einig sein, okay, wir wollen jetzt hier gemeinsam den Gegner schlagen und wir wollen jetzt zum Beispiel den ersten Platz erringen. Und das funktioniert halt viel besser, wenn alle in der Mannschaft der gleichen Meinung sind und nicht einer sagt, naja, ich bin hier nur zum Spaß da, sozusagen. Und ich glaube, so würde das in der Unternehmenswelt halt auch am besten funktionieren, weil jeder einzelne Mensch macht ja das Unternehmen auch aus. Und wenn sich jeder einzelne Mensch im Unternehmen gebraucht fühlt, wertvoll fühlt und auch das Gefühl hat, okay, ich mache hier etwas, was meinem Wert entspricht, wo ich halt auch wirklich, ja, auch nach Feierabend mit meinen Freunden gerne drüber rede, was für eine sinnstiftende Tätigkeit ich hier mache, dann ist das alles viel erfolgsversprechender. Das ist jetzt meine Idealvorstellung einfach. Genau. Und was mir persönlich wichtig ist, also ich war auch schon angestellt und ich sage immer, dass ich es früher ganz dolle schlimm fand, wenn ich meine Vorgesetzte fragen musste, ob ich mir mal frei nehmen darf. Das hat sich ganz dolle falsch für mich angefühlt, dass ich mal ja, ein paar Tage frei bekomme, um mit meinem Sohn, der damals noch in den Kindergarten gegangen ist, ein bisschen Zeit zu verbringen, diese wertvolle Zeit, wo man sich nicht an Ferien richten muss, sondern wo man halt einfach mal sagen kann, wir machen jetzt ein verlängertes Wochenende und fahren irgendwo hin. Das fand ich ganz, ganz dolle schlimm. Ist jetzt natürlich eine persönliche Einschätzung, aber ich glaube, dass das viele junge Menschen auch meiner Generation betrifft, zu sagen, okay, ich mache ja meine Arbeit, aber ich möchte auch die Freiheit genießen, mir selber auszusuchen, wann ich frei bekomme oder dass ich meine Überstunden abbummeln möchte und so weiter und so fort. Genau. Ja, und das ist oft eine Diskrepanz auch. Wir sehen gerade nämlich eine Arbeitswelt, die wird immer hektischer. Es ist immer weniger Zeit, eigentlich sich zu entfalten, obwohl Menschen das möchten. Und was ich vor allem sehe, ist, dass jetzt eine Generation halt auch kommt, die sich das eben schon so ein bisschen herausnehmen kann aufgrund der Geburtenzahlen, indem sie sagen, ja, wenn mir das hier nicht gefällt, dann gehe ich halt, weil ich habe noch andere Angebote vorliegen. Und es gibt noch einen Arbeitsmarkt, jetzt mehr als früher, wo ich was Gleichwertiges, was vielleicht dann noch mehr Spaß macht, mehr Sinn stiftet und wertschätzender ist, finde. Und ich eben vielleicht dann auch mehr Freiheiten habe, die für mich wichtig sind. Für Unternehmen, glaube ich, fällt das oft schwer,
gerade für große Unternehmen, die ja schon so ein bisschen starr sind in den Strukturen, auch das zum Beispiel sieht man wieder an verschiedenen Umfragen, dass Zettler zunehmend sagen, ich möchte eigentlich lieber in kleinen Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeiten und wo es ein bisschen familiärer ist. Und auch das trifft eigentlich im Prinzip wieder das, was du gesagt hast, wo es oft auch wertschätzender zugeht, man kennt sich, als in einem großen Unternehmen, wo man vielleicht nur eine Nummer ist. Lass uns doch trotzdem noch mal ein kleines Stück tiefer gehen, gerade jetzt in dem, du hast nämlich eben genau diese zwei Begriffe genannt. Ich finde das fantastisch, weil wir haben uns nicht abgesprochen und ich nenne die auch immer Wertschätzung und Sinnhaftigkeit. Klar, auch für mich ist das jetzt wichtig, aber welche Rolle spielt denn jetzt gerade im Vergleich dazu das Geld? Also lass mich mal vielleicht ein bisschen provokant formulieren. Würdest du eine Arbeit annehmen, wo du sagst, ja, das Geld passt auf jeden Fall, aber die Wertschätzung und der Sinn, der ist mir nicht so ganz klar? Oder würdest du sagen, nee, also es führt kein Weg dran vorbei, dass das mir auch wirklich überbegrifflich gesagt Spaß macht, was ich tue? Ich glaube, dass das kommt ganz auf die Ausgangssituation immer an. Also wenn das Geld gebraucht wird, dass dann zeitweise schon ein Beruf gemacht werden kann, hinter dem man einfach nicht voll dahinter steht. Man kann es ja auch dann wieder ganz emotionslos sehen. Naja, gut, ich sammle hier Erfahrungen wiederum, ne? Und das Geld stimmt. Aber ich weiß definitiv schon, ich werde hier nicht alt in dem Unternehmen. Ich glaube, das ist eine Sache, die, ja, die auch viele junge Leute letztendlich machen. Also beobachte ich auch in meinem Bekanntenkreis. Aber eben nicht so wie wenn der Arbeitsmarkt das halt nicht hergeben würde. Also so wie bei den Babyboomern jetzt zum Beispiel, da würde ich jetzt einfach mal schätzen, war es wichtig, dass das Geld reinkommt, dass man überhaupt einen Arbeitsplatz hat. Und man selber musste sich da ein bisschen mehr hinten anstellen. Heute ist es wohl eher so, dass, naja, es sollte immer beides stimmen. Aber selbst wenn das mit der Wertigkeit mal nicht ganz passt, dann hat man wenigstens zeitweise was und hat aber immer so ein Auge da drauf, wo man was findet, was einem noch mehr entspricht. Ja. Jetzt ist es ja so, dass die Babyboomer, weil du auch gerade die jetzt genannt hast, aber auch die Xer eine ganz bestimmte Sichtweise haben auf die Zettler. Auch das hatten wir im Vorgespräch ja schon. Und wenn man so in den Leitmedien schaut, dann sieht man da oft so Titel wie Generation Z, wollen die auch arbeiten? Es gab sogar eine Zeitung, die hat die Generation Z als Generation Weichei betitelt. Das ist natürlich ziemlich krass, gerade auch deswegen, weil das ja nun mal wiederum viele Babyboomer und Xer lesen. Also die Frage, wie viele Zettler lesen Zeitung, ja? Aber also es kommt auf jeden Fall in der Bevölkerung an und vielleicht nicht gerade unter dem richtigen Blickwinkel, denn letztendlich führt ja kein Weg dran vorbei, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Wie empfindest du persönlich denn die Sichtweise der Babyboomer oder der Xer auf die Generation Z? Kriegst du das auch so mit, was ich jetzt gerade gesagt habe? Kannst du das so teilen oder sagst du, nee, komm bei mir gar nicht so an? Ja, auch das, da kommt es ja wieder darauf an, welche Person man sich vorstellt. Ich würde im Großen sagen, dass ich mir schon vorstellen kann, dass festgefahrene Denkweisen von den Babyboomern oder den Xern Richtung der Zettler vorhanden sind. Einfach weil sie selber sich wahrscheinlich noch daran erinnern können, wie sie es hatten und überhaupt nicht verstehen können, wie es jetzt für die Zettler ist. Ich würde generell sagen, dass die Babyboomer und die Xler, die hatten ihre Schwierigkeiten, jetzt zum Beispiel mit dem Arbeitsmarkt, dass sie sich selber als Person vielleicht zurückstellen mussten und halt einfach die Sachen so geschluckt haben und gemacht haben, wie es für das Überleben halt einfach auch wichtig war. Und ich glaube aber, dass es nicht so einfach ist zu sagen, dass die Zettler ja sich eigentlich nur zurücklehnen und nichts machen und total die Weicheier sind. Weil, also ich hatte mir ja auch schon ein paar Gedanken gemacht vor dem Gespräch. Ich glaube, dass von vielen Zettlern, auch wenn man sich jetzt einfach mal ein paar Studien anguckt, viele Zettler
haben tatsächlich psychische Probleme. Ne, also das wird immer, also tritt immer früher auf, dass gerade junge Leute auch psychische Probleme haben. Und ich glaube, das liegt in vielerlei Hinsicht auch daran, dass sie einen Identitätsverlust haben und dass sie natürlich irgendwie versuchen, das Ganze wieder für sich zu kitten und zu gucken, okay, wo finde ich denn meine Identität? Für jemanden, der einen starken Leitfaden bekommen hat, so und so hat dein Leben auszusehen, ja, der kann sich nicht so persönlich entfalten. Aber er fühlt sich halt auch nicht verloren. Das ist wie, wenn man ein Gameboy-Spiel spielt und dann gibt es da verschiedene Level, dann ist klar, wir gehen die einzelnen Level durch. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel ein Spiel hast, was du komplett selber aufbauen und designen sollst, dann bist du in irgendeiner Art und Weise verloren. Und es gibt ja auch Erziehungsmethoden, wo gesagt wird, ja, und wir lassen das Kind jetzt genauso sein, wie es ist. Und es ist immer alles richtig und es ist immer alles toll. Aber ich glaube, dass da sehr, sehr viel Liebe und Identität verloren geht, woran sich diese Person letztendlich erstmal langhangeln kann, um für sich selber festzustellen, okay, wenn Mama und Papa das so sagen, finde ich das dann auch so oder sehe ich es eher anders? Also wenn dir gar nichts mitgegeben wird, dann denke ich, ist das auch nicht die richtige Lösung. Und ich glaube, damit beschäftigen sich viele Zettler. Also ich bin ja jetzt 27 Jahre alt. Das heißt, ich mache mir ja schon so meine Gedanken eben auch und merke, Entschuldigung, und merke, dass ich ja, mich selber irgendwie auch erstmal kennenlernen muss, um diese Wertigkeit, die ich erwarte, mit einem Unternehmen teilen zu können, um überhaupt erstmal einen Ausgangspunkt letztendlich zu haben. Und dann in dem Tun fällt mir auf, ah, okay, mit dem Unternehmen harmoniert es nicht, weil ich habe festgestellt, der Wert, der hier vertreten wird, ist gar nicht mein Wert. Ja, das ist unglaublich spannend, was du sagst. Gerade diese Identität zu finden in jungen Jahren, dass das auch nochmal aus einer ganz anderen ja, Perspektive betrachtet wird, als das bei den Babyboomern oder auch bei den Xern war. Jetzt schauen ja viele Unternehmer, Führungskräfte, Ausbildungsleiter zu. Was glaubst du, können die denn jetzt aktiv tun, um gerade in diesem Prozess nun mal Jugendliche, die sie halt mit 16 oder 17 oft schon einstellen, zu unterstützen und zu tun? Oder was dürfen Sie auf keinen Fall tun, damit die ihre Identität vielleicht nicht finden oder dass das eben zu sehr, ja, vielleicht dann letztendlich wieder zur Kündigung führt? Ja, was können die tun? Ich glaube, sich selber ihrer Rolle bewusst zu werden und zu sein, dass sie eine gewisse Erziehungsaufgabe vielleicht auch noch haben. Eine Person wirklich irgendwie zu formen. Also man sagt ja auch, dass Kinder sind wie Sand oder wie Lehm, der geformt wird und daraus entsteht dann eine Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist natürlich bei Azubis 16, 17, 18 Jahre alt, ist das natürlich genauso. Auch ich bin ja noch nicht fertig letztendlich. Und dass man ja, sich auf eine wohlwollende Art und Weise bewusst ist, okay, wir haben hier einen Menschen vor uns sitzen und der muss erst noch geformt werden und dass man auch nicht zu große Erwartungen letztendlich hat, so nach dem Motto, wir haben hier Geld in deine Ausbildung investiert und du musst jetzt hier bleiben, sozusagen, sondern dass man sich darüber freut, dass man eine Persönlichkeit ausgebildet und entwickelt hat, dass dieser Person Werte mitgegeben wurden und wenn diese Person sich entscheidet, das Unternehmen zu wechseln, dass man nicht den Fokus verliert, weil es gibt natürlich andersrum, auch in anderen Ausbildungsstätten, wiederum Azubis, die vielleicht rausfinden, dass die Werte, die dieses Unternehmen vertritt, viel besser zu denen passt. Ja, ja. Genau. Ich höre auch so ein bisschen raus, nicht zu viel Druck auf die Auszubildenden oder im Prinzip insgesamt auf die Zettler auszuüben, im Sinne von, wir möchten gerne, dass wir jetzt hier 40 Jahre mit dir arbeiten, deswegen zahlen wir da auch die Fortbildung, unterschreib mal, sondern das eben offen zu lassen. Ich, ja, wie du sagst, wahrscheinlich hat man dann im Endeffekt mehr von. Ja, es ist unglaublich spannend, denn wir machen es ja genau andersrum oft, oder? Oder ist das so, ich kenne das selber noch als Ausbildungsleiter, ja, der will eine Fortbildung machen, ja gut, dann muss er auch irgendwo unterschreiben, dass er noch 10 Jahre bleibt. Und dann sagt er, ja gut, aber ich weiß noch gar nicht genau, ich habe mich noch gar nicht vollständig gefunden, ja, dann lassen wir es halt und dann gehe ich halt nach der Ausbildung und dann hat keiner was davon.
Das ist ja oft zu so widersprüchlich. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, was kann denn aus deiner Sicht Z besonders gut und wo brauchen die anderen Generationen die Generation Z oder wo können wir voneinander lernen, um es positiv zu formulieren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich glaube, wir können sehr stark voneinander lernen. Das hatte ich dir ja auch in einem persönlichen Gespräch mal gesagt, dass also ich sehe, dass wir alle in Zyklen leben. Also die Babyboomer hatten einen Zyklus, wo sie schwer damit zu kämpfen hatten, einen Arbeitsplatz zu finden und die letztendlich ihre Identität erstmal hinter sich lassen mussten und die im Laufe des Arbeitslebens sich durch die Führung von einem Unternehmen jetzt zum Beispiel aufgebaut hat. Bei den Zettlern, wenn wir das jetzt mal wirklich als Gegenpol sehen, dann ist es ja fast genau andersrum. Erst baut sich die Identität aus, beziehungsweise mit den Unternehmen baut sich die Identität auf und dann, jetzt habe ich den Faden verloren, dann kommt man letztendlich ins Tun. Dann sucht man gezielt halt auch ein Unternehmen aus, was auf die Werte passt und dann wird natürlich der Arbeitsmarkt demnach auch wieder kleiner, um das zu finden, was man halt wirklich möchte und braucht. Genau. Und ich glaube, wie wir alle voneinander lernen können, ist, dass wir alles, was, also das, was wir in unserem Zyklus gelernt haben, mit unserer also mit der anderen Generation halt teilen, dass wir in den Austausch gehen und ja, die Erfahrungswerte der anderen Generationen für uns nutzen, weil wir haben das Glück, dass wir halt ja heute sehr, sehr alt werden und dadurch sich verschiedene Zyklen miteinander und, überschneiden und wir dadurch halt viel, viel effektiver lernen können, wenn wir zuhören wollen. Genau, ja. Wollte ich gerade anschließen, wenn wir zuhören wollen, wenn wir uns überhaupt gegenseitig öffnen wollen oder natürlich mal so formuliert, wenn die Zettler überhaupt Lust haben, sich zu öffnen und das zu teilen. Und da braucht es natürlich auch wieder eine entsprechende Rolle oder aus meiner Sicht viel mehr verschiedene Rollen einer Führungskraft, die eben nicht nur heutzutage eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter ist, der sagt, also hier Paragraph so und so, müsst das so und so machen, sondern dass da einfach mehr dazu gehört, um dann auch ins Gespräch, in den Austausch und in das Voneinander lernen zu kommen. Jetzt gibt es ja noch einen Punkt, der wird immer wieder genannt. Manchmal, wenn ich Zettler frage, dann sagen die, ja, wir sind besonders gut in der Digitalisierung. Andere sagen, ja, gut, ist jetzt halt für mich irgendwie selbstverständlich. Siehst du darin irgendeinen Vorteil oder ganz persönlich an dich gefragt, würdest du jetzt sagen, ja, ich bin in digitalen Dingen, im Programmieren oder was auch immer man da jetzt persönlich dazu zählen möchte, besser als andere und kann andere von meinem Wissen profitieren lassen? Oder sagst du, ja gut, das mit dem Smartphone, da kann heutzutage jeder, da ist jetzt kein Nutzen für mich als Zettler dahinter, der mir einen Vorteil bringt? Ich möchte noch mal ganz kurz auf das einsteigen, mit dem Zuhören und Gerne. Austauschen, ganz kurz noch mal drauf einsteigen, weil du hattest es vorhin auch schon so schön gesagt, mit dem Druck. Druck erzeugt ja immer Gegendruck und du hattest gesagt, ob die Zettler überhaupt offen genug sind oder sich öffnen wollen. Und ich glaube, da liegt halt auch schon der Kasus Knaxus, dass Druck letztendlich Gegendruck erzeugt und dass, wenn der Druck kommt, die Zettler, die würden nichts machen oder die sind so weichgespült, dass dann der Gegendruck kommt, alles klar, na dann machen wir halt nichts mit euch sozusagen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Punkt, weswegen ich das auch meinte, dass wir gegenseitig miteinander kommunizieren müssen oder sollten. Das wäre auf jeden Fall clever, um alle voneinander was zu lernen. Denn ich glaube, auch wir Zettler können von den Babyboomern sehr, sehr viel lernen. Und die Babyboomer jetzt zum Beispiel, was Digitalisierung angeht, auch von uns. Na, also, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Was können wir Zettler gut? Mit Sicherheit wird das was mit Digitalisierung zu tun haben. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt dafür nicht so prädestiniert. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt direkt als Zettler, weil ich bin ja wirklich so am Rande der Zettler, direkt einordnen würde. Aber ich habe gelernt, dass eine Stärke, die man selber hat,
die sehen andere oft als Stärke, aber man selber sieht das mehr so als, naja, das ist doch aber logisch, das kann doch jeder. Aber da muss man halt einfach mal so ein bisschen den Blickwinkel wechseln und verstehen, dass nicht jeder ist wie ich selber und dadurch halt auch nicht jeder die gleichen Fähigkeiten wie ich mitbringt. Und da ist es natürlich Digitalisierung, beziehungsweise ich würde es erweitern auf Vernetzung, die Dinge als großes Ganzes sehen, also wirklich weiträumig denken und so weiter, was ja alles Digitalisierung mit sich bringt. Und ich glaube, die Babyboomer, die sind dann mehr so, mehr gut im direkten Netzwerken, also ein direkter Kontaktaufbau, sich ein Geflecht von Menschen parat zu halten, mit denen man dann halt, weiß ich nicht mal, die Schaufel tauschen tut oder der einmal da bei dem Vorstellungsgespräch von dem Enkelkind weiterhilft. Ne, ich glaube, da drin sind Babyboomer sehr gut, dafür können wir uns was abgucken. Und andersrum sind Zettler gut, wenn es halt wirklich um so große übergeordnete Dinge geht. Also auch vielleicht zu erkennen, okay, dieses Unternehmen, das arbeitet flach und auf Augenhöhe und so weiter. Ich glaube, dass weil Zettler dafür ein viel feineres Gespür haben, weil sie das suchen und dann sehen sie das letztendlich auch schneller. Und ja, ich glaube, dadurch, dass wir haben ja jetzt auch viel zu tun mit Klimawandel und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles übergeordnete Themen, die uns immer wieder in den kleinsten Situationen letztendlich begleiten. Und der Zettler, der sieht dann, okay, wenn ich jetzt im Supermarkt XY einkaufen gehe, dann ist das nicht so gut, wie wenn ich jetzt im regionalen Markt einkaufen gehe, weil er das große Ganze dann letztendlich vielleicht auch mehr sieht. Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, also du hast sehr, sehr viele wichtige Dinge gesagt. Das muss und darf man erstmal sacken lassen und vor allem als Unternehmen sich fragen, okay, wo können wir jetzt da konkret ansetzen? Das ist natürlich eine Ebene von dir, wo ich definitiv bestätigen kann, das ist, da war vieles dabei, was andere gesagt haben. Und du hast es so schön formuliert nochmal, sodass es wirklich auch greifbar ist aus meiner Sicht. Und eine letzte Frage zum Schluss. Ganz am Anfang, und da möchte ich gerne den Bogen schließen nochmal, hast du gesagt, du hast, dir war das wichtig, dich auch erstmal auszuprobieren, Erfahrungen hast du es genannt, Erfahrungen zu sammeln. Jetzt haben wir ja seit Jahrzehnten ein gewisses Ausbildungs- und Studiensystem. In manchen Studiengängen studiert man 6 Jahre, wo immer mehr Leute sagen, ja, bis die fertig sind, ist das Wissen schon wieder veraltet, weil die Welt sich so krass schnell weiterentwickelt, dass ich gerne an dich die Frage stellen möchte, was hältst du denn von unserem aktuellen Ausbildungsstudiensystem und den ganzen Zertifikaten, die man in Deutschland immer noch braucht, um etwas zu sein? Ist das aus deiner Sicht noch zeitgemäß oder sagst du als Vertreterin jetzt einfach mal der Generation Z, das ist mir zu starr, zu eingefahren, für mich wäre etwas anderes wichtiger? Ja, du sprichst ja auf das Schulsystem an. Witzigerweise hatte ich mal vor, Lehrerin zu werden. Ich glaube nicht. Ja, das war tatsächlich noch zu meiner Schulzeit, wo ich mich mit der Idee sehr, sehr unsicher gefühlt habe. Zu Recht, würde ich sagen. Also mir macht es unglaublich viel Spaß, Wissen weiterzugeben. Und da hört es dann aber auch schon auf, was sich mit der Lehrerlaufbahn überschneiden tut. Denn es ist veraltet auf jeden Fall. Und es werden halt, also es hilft nicht mehr, um Zettler auszubilden, wenn man es jetzt einfach mal so sagen. Darf ich gerade zwischendrin? Siehst du, ja. Da, meinst du das vom Inhalt auch, von den Fächern? Ja. Okay. Ja. Weil ich glaube, bei Babyboomern ist es wichtig gewesen, okay, wir schaffen jetzt eine Grundlage der Allgemeinbildung, dann stehen da ein paar Noten auf dem Zeugnis und das ist die Grundvoraussetzung, dass du dich gut bewerben kannst. So, und bei den Zettlern ist es ein bisschen anders, würde ich sagen. Denn es muss, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, erstmal eine Persönlichkeit gebildet werden irgendwo, damit die Zettler sich wohlfühlen, irgendwie ihre Karriere zu starten. Nicht ohne Grund. Also ich habe mein Abitur 2000
lass mich überlegen, 15 gemacht, 14 oder 15, müsste ich jetzt nochmal genauer rechnen. Und mein halber Jahrgang ist auf jeden Fall erstmal ausgewandert. Also die sind dann erstmal alle auf Reisen gegangen, weil sie sich selber irgendwie finden mussten. Ich war da in einer ganz anderen Situation, saß mit Baby zu Hause, aber und konnte das damals nicht verstehen. Heute kann ich es viel, viel besser verstehen, weil sie die Erfahrungen, die ihnen in der Schule nicht mitgegeben wurden, erstmal auf alle eigene Faust versucht haben zu lernen. Und also irgendwie in Erfahrung zu bringen. Ne? Und deswegen würde ich sagen, unser Schulsystem müsste dringend überarbeitet werden, um Persönlichkeiten auszubilden, die ja wieder Werte nahe gebracht bekommen. Ich glaube, was Zettler tatsächlich vermissen oder was vielen Zettlern so nicht mit auf den Weg gegeben wird, sind Werte, mit denen sie sich selber identifizieren können, um einen Startkapital für sich selber sozusagen zu haben, von der Persönlichkeit her. Und in dem Sinne wird ja auch viel gesagt, okay, in der Schule sollte man sich mehr mit Identifikationen beschäftigen oder auch mit Finanzen, mit Gesundheit und so weiter und so fort. Also alles Themen, die auch tagesaktuell jeden Erwachsenen ja auch beschäftigen. Ne? Und in der Schule würde man ja meinen, sollte einen ja darauf ausbilden, überhaupt in dieses erwachsene Leben übertreten zu können. Genau. Jetzt muss ich aber zugeben, dass ich deine Anfangsfrage ein bisschen aus den Augen verloren habe. Es ging darum, wie ich unser Schulsystem letztendlich sehe. Ne? Ja, also erstmal war das total interessant. Da sage ich gleich auch noch einen Satz dazu. Die Ja. Anfangsfrage war aber Ausbildungs-, Schul- und Studiensystem. Ja, also ob das noch so dem gerecht wird mit 1000 Zertifikaten, die du haben musst, damit du überhaupt irgendwo eine Stelle findest. Weil ansonsten bist du in Anführungszeichen gesehen nichts wert, wenn du das nicht hast. Ist das, ob das auch die Meinung von dir ist, dass das noch so korrekt ist oder ob das total veraltet ist? Genau, richtig, das mit den Zertifikaten, da wollte ich ja auch noch drauf eingehen. Also, ich sehe es bei mir selber. Ich bin zertifizierte Vermögensberaterin für Allfinanzberatung und bei mir ist es ein bisschen anders gewesen, als wenn ich jetzt einfach eine Ausbildung, ja, die Schulbank gedrückt hätte und jedes Mal in eine schulische Ausbildungsstätte gegangen wäre. Ich habe meine Ausbildung komplett auf eigene Faust gemacht. Das heißt, ich habe das Infomaterial, alles, was man letztendlich braucht, um die verschiedenen Zertifikate, es sind drei Stück, an der Zahl zusammenzusammeln. Das habe ich alles auf eigene Faust gemacht, so wie man das in einem Selbststudium ja eigentlich auch macht. Und ich stehe tatsächlich regelmäßig auch bei meinen Kolleginnen der Zettler sozusagen, muss ich mich dafür erklären, ob denn mein Zertifikat jetzt auch wirklich anerkannt ist und was ich denn da wirklich gemacht habe. Ich finde das sehr, sehr schade, denn ich glaube, dadurch, dass ich meine Ausbildung alleine in die Hand genommen habe, habe ich viele wertvolle Dinge mitgenommen, die man in der Schule so nicht lernen kann. Und ich glaube, da sind wir halt auch schon bei dem Punkt. Ich glaube, das wird sich auch noch viel, viel stärker dahingehend entwickeln, dass viel mehr, also dass ein Einstellungsgespräch schon alleine ganz anders ablaufen sollte, damit man auch wirklich weiß, okay, und da sind wir wieder bei dem, was wir vor ja ungefähr 20 Minuten besprochen haben, dass wir ein Unternehmen diese Stärke selber zu sich selbst haben sollte, okay, wir wollen wirklich jemanden finden, der jetzt hier nicht lauter Einsen auf dem Zeugnis stehen hat, sondern jemanden, der zu uns passt. Und wenn der einen Viererschnitt hat, dann ist das in Ordnung, weil der vertritt unsere Werte und dann werden wir uns denen formen, wie der zu uns passt, weil der die Grundvoraussetzungen, also die System, also der hat das Windows-System sozusagen schon direkt integriert und wir brauchen jetzt keinen, der ein Apple-System sozusagen führt, um das wirklich mal direkt anschaulich darzustellen. Und mit jemandem, der unser System letztendlich schon vertritt, den können wir ja viel besser ausbilden und in unser Unternehmen mit übernehmen, als jemanden, den wir von Grund auf erstmal ändern müssten,
Und das funktioniert auch nicht, wenn der andere das gar nicht möchte. Also ich glaube, viel, viel wichtiger ist es dann in einem Einstellungsgespräch schon alleine, sich wirklich die Werte und die Ziele der Personen anzugucken, offen und klar zu kommunizieren, um halt gemeinsam einen Ausgangspunkt zu haben, einen Weg beschreiten zu wollen. Und dann sind Zertifikate, ja, das was eher ja vielleicht ein schönes Giveaway ist, wenn man irgendwie eine Auswahl von 20 Kandidaten hat, die eigentlich zu einem passen würden. Aber genau, ich glaube, man sollte viel, viel weiter vorne anfangen, um halt wirklich den richtigen Menschen und das richtige Unternehmen für sich in Verbindung zu bringen. Ja, definitiv. Und da gibt es ein schönes Beispiel von einem Berliner Unternehmer, der Thomas Lund, der irgendwann an dem Punkt gesagt hat, schickt mir den schlechtesten Bewerber oder mit den Schüler mit den schlechtesten Noten und ich bilde ihn erfolgreich aus. Das war seine Ansage und er hat es gemacht und das ziemlich erfolgreich. Also ich glaube, das zeigt definitiv auch das, was du gesagt hast. Es kommt nicht mehr und vor allem nicht nur auf die Schulnoten an oder auf den Abschluss. Gut, das haben inzwischen auch viele Unternehmen verstanden und achten da auch nicht mehr so drauf. Und zusätzlich ist noch meine persönliche Meinung, das sehe ich ja auch an meiner Tochter, die jetzt auf dem Gymnasium ist, dass da, auch da stimme ich dir vollkommen überein, Dinge gelernt werden, die aus meiner Sicht sie wahrscheinlich nie wieder braucht. Das geht teilweise in die Tiefe, wo ich sage, also wofür? Weil aus meiner Sicht auch andere Dinge, die sie unbedingt brauchen wird als Zettlerin, besonders als Zettlerin in den nächsten Jahren, definitiv gar nicht mehr gelernt werden. Und wenn wir dann noch ein Stück weiter gehen, da weiß ich jetzt aber nicht, ob das an der Schule liegt, werden die Dinge, die man noch braucht, nämlich Grundrechenarten und Rechtschreibung, fast vollständig, ich konnte das selber kaum glauben, aus dem Lehrplan gestrichen. Es gibt keine Diktate mehr. Also da frage ich mich manchmal, was machen die und was fängt sie dann an mit dem Satz des Pythagoras und mit den 25.000 Elementen in Chemie? Was macht sie dann, wenn sie sagt, das interessiert sie sowieso nicht? Aber da können wir jetzt nochmal 2 Stunden weiter diskutieren und drüber philosophieren. Ich glaube, an der Stelle ist definitiv schon mal viel dabei gewesen, wo sich jeder jetzt auch etwas herausnehmen kann. Und das letzte Wort quasi im Interview, das hat immer mein Gast. Also würde ich gerne das dir nochmal übergeben. Was würdest du denn einer Führungskraft, einem Ausbildungsleiter, einem Unternehmer, was würdest du dem mit auf den Weg geben, wenn es um diesen Überbegriff Generation Z, wie finde ich sie, wie ticken sie, wie binde ich sie, wenn es darum geht, was kannst du als letztes, was möchtest du als letztes da noch beitragen? Also ich kann mir das jetzt so vorstellen, dass ich mit einer Führungskraft spreche und was ich der so als Tipps mit auf den Weg gebe. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, dass ich würde der Führungskraft raten, dass sie seine oder ihre Angestellten erstmal kennenlernt, ganz egal ob XY, Z oder Babyboomer. Das ist, denke ich, für jede Führungskraft, das ist viel Arbeit, aber es ist unglaublich lohnend und wertvoll, denke ich, seine Arbeitnehmer halt auch zu, um sie einschätzen zu können und auch festzustellen, okay, harmonieren denn die Mitarbeiter untereinander, miteinander oder was gibt es da letztendlich für Probleme oder auch Lücken, um dann auch wieder zu wissen, okay, wen brauchen wir denn jetzt hier noch, was für eine Persönlichkeit brauchen wir hier noch, um das Team letztendlich zu unterstützen und zu erweitern. Und genau, wie ich das halt auch schon gesagt hatte, sowas auch in Einstellungsgespräche mit einfließen lassen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, die eigene Ausgangsposition erstmal zu kennen, also für sich selber erstmal zu kennen, okay, was ist meine Ausgangsposition, wer bin ich, was möchte ich und wie kann ich das letztendlich auf die Gruppe erweitern und integrieren und wie können wir gemeinsam einen Weg finden, dass wir alle das Gleiche letztendlich wollen und das habe ich jetzt von einer Freundin
hatten wir da vor einem Jahr drüber gesprochen, dass dann natürlich die verschiedenen Abteilungen wiederum auch wieder so miteinander kommunizieren. Denn in einem Unternehmen, würde ich sagen, sind wir auf dem Boot unterwegs und alle wollen in dem nächsten Hafen ankommen. Und da gibt es die Matrosen, die in der Küche stehen, und dann gibt es die, die das Steuer führen und so weiter und so fort. Und irgendwie sorgen ja alle gemeinsam dafür, dass man im Hafen wieder gut ankommt. Und dafür sollte natürlich alles miteinander gut harmonieren. Genau. Ein schönes Schlusswort von dir für eine zukunftsorientierte Generation. Und das ist das, was es auch für mich beschreibt. Ich danke dir vielmals, Wilhelmine, für deine Worte, für deinen Beitrag heute in dem Podcast oder auch YouTube-Video. Danke für allen, die bis hierhin zugeschaut haben, zugehört haben und das auch sehr, sehr gerne teilen dürfen. Und zwar einmal natürlich auf Social Media, als auch vom Inhalt her, den Sie mitgenommen haben, im Unternehmen. Denn das ist es, was wir erreichen wollen. Danke dir und bis ganz bald. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Ciao.